Im Bereich des Stiftsgebäudes Misch, da befinden sich eine Reihe römischer Spolien, also Fundstücke von römischen Statuen oder Säulen. Und unter anderem auch diese hier da. Es steht da einen kleinen Altar, der bestimmt war für Weihrauchopfer. Die Herkunft dieses Altares ist schwer zu eruieren. Vermutlich dürften dieser Stein und dann die anderen ebenfalls aus der Sammlung von Felix von Luschan stammen, der eben ein ganzes kleines Museum gehabt hat in Münster und die dann nach ihm das Haus übernommen haben. Das war eine deutsche Familie, haben dann all diese alten Relikte haben sie dann der Marktgemeinde Münster gegeben und sie wurden dann hier im Bereich des Kreuzgangs unter des Stiftsgebäudes dann angebracht. So wie auch dieser kleine Weihrauchaltar aus römischer Zeit.